Hey Leute, heute gibt es mal wieder von mir einen Full-Face-Make-up-Look. Diesmal nur geschminkt mit einer einzigen Marke und zwar Manhattan Cosmetic. Also wenn ihr Bock drauf habt und sehen wollt, welche Produkte ich so für euch habe, wie sie bei mir funktionieren und so weiter und so fort, dann bleibt auf jeden Fall dran und ich wünsche euch ganz viel Spaß. Auf dieses Video freue ich mich schon sehr, denn Manhattan benutze ich tatsächlich sehr selten. Also ich habe vereinzelt schon mal ein paar Produkte gehabt, aber ich muss sagen, so das meiste davon hat mich bisher einfach nicht so richtig angesprochen. Ich weiß auch nicht, woran es genau liegt. Auf jeden Fall habe ich hier ein paar Produkte von Manhattan zugeschickt bekommen, ein paar habe ich mir selbst gekauft, einfach damit es komplett für ein Full-Face-Make-up reicht. Und lustigerweise habe ich dieses Video gestern schon mal gedreht, aber ich habe vergessen, das Mikro einzuschalten, dann hatte ich keinen Ton und jetzt, ja, darf ich es nochmal drehen? Auf jeden Fall ist es vielleicht gar nicht so schlecht, so kann ich euch jetzt heute so eine richtige Review geben. Ich habe es ja gestern den ganzen Tag schon getragen. Genau, und wir starten als erstes wie immer mit dem Primer. Ich habe hier den Radiance Primer und der soll für einen Illuminating Effekt sorgen. Also ihr könnt sehen, diese Creme ist relativ dick, also sieht aus wie so eine Tagescreme irgendwie. Und sie hat so Schimmerpartikel drin und die sollen eben für diesen Glow sorgen. Ich muss sagen, als ich den gestern aufgetragen habe, fand ich es eigentlich ganz schön. Ich finde, er hat sich ganz gut angefühlt. Also für mich fühlt sie sich sehr feuchtigkeitsspendend an, wie so ja, eine Pflege einfach. Und wenn sie aber einzieht, hinterlässt sie so ein ganz, ganz leichtes, klebriges Gefühl. Also hier hinten steht zwar drauf, dass sie nicht klebrig sein soll, aber sie ist schon klebrig. Was ich aber jetzt überhaupt nicht schlimm finde, ich habe dann das Gefühl, dass das Make-up dann einfach sehr, sehr gut haftet. Das Produkt ist auch parfümiert, also müsst ihr dann schauen, wenn ihr zu empfindlich seid. Es ist vielleicht nicht unbedingt was. Aber falls ihr das gut erkennen könnt, ich habe jetzt wirklich so einen schönen Schimmer auf der Haut. Also mir gefällt es eigentlich ganz gut. Das Einzige, was ich eben feststelle, ist, dass tatsächlich ja schon teilweise sehr sichtbare Glitzerpartikel hier drauf sind. Allerdings, wenn ich dann die Foundation drüber gebe, sieht man die nicht mehr. Ja, also mir gefällt der Primer eigentlich ganz gut. Ich finde, er fühlt sich sehr, sehr toll an. Und ist auf jeden Fall für eine trockene Haut, glaube ich, ganz gut geeignet. Foundation-technisch habe ich mir da jetzt was gekauft und zwar das 3-in-1 Easy Match Make-up in der Farbe Porzellan. Es ist auf jeden Fall ölfrei, soll einen Weichzeichner-Effekt haben, hat Vitamin E und soll feuchtigkeitsspendend sein. Und hat sogar auch SPF 20 drin, also klingt wirklich sehr, sehr gut. Das einzige Problem, was ich mit der hier habe, muss ich gleich von Anfang an sagen, ist, dass mir die Farbe überhaupt nicht passt. Aber das Finish gefällt mir eigentlich ganz gut. Also ihr könnt schon sehen, es ist relativ dickflüssig, aber relativ cremig und luftig. Also ich muss sagen, bis auf die Farbe natürlich, denn die passt wirklich nicht gut zu mir. Finde ich sie eigentlich ganz schön. Also ich finde, man kann sie super gut auftragen, schön verblenden. Sie fühlt sich sehr leicht und luftig auf der Haut an. Gibt wirklich auch ein schönes Finish und sitzt auf meinen großen Poren auch sehr schön. Also das legt sich tatsächlich wie so ein kleiner Weichzeichner drüber. Also es füllt meine Poren sehr, sehr schön auf. Dadurch wirkt meine Haut wirklich viel glatter. Deckkraft würde ich so als Mittel bezeichnen. Man kann hier meinen sehr großen Pickel noch durchscheinend sehen, aber ansonsten hat es die größten Rötungen abgedeckt, aber viel mehr aufbauen kann man es eigentlich nicht mehr. Also wenn ich hier versuche nochmal drüber zu gehen, passiert einfach nicht mehr viel. Ansonsten muss ich noch ansprechen, dass sie auch oxidiert, also ihr werdet später sehen, sie wird noch ein ganzes Stück dunkler. Also sie hat auch gestern über den Tag sehr, sehr gut gehalten, ohne dass sie sich komisch abgesetzt hat. Ich finde auch, dass sie trockene Stellen jetzt nicht sonderlich hässlich betont oder sowas. Also ich finde die an sich wirklich sehr, sehr schön. Concealer technisch habe ich hier den Wake Up Concealer auch in der Farbe Porzellan. Der ist jetzt im Gegensatz zur Foundation sehr, sehr hell, aber wenn ich das Ganze verblende, dann wirkt es gar nicht mehr so krass, also nicht erschrecken. Also ihr seht, wenn ich ihn verblende, dann ist die Deckkraft nicht mehr ganz so krass. Ich würde die Deckkraft so als Mittel bezeichnen, dadurch wirkt es jetzt nicht mehr ganz so deckweißmäßig.
Auf jeden Fall finde ich den Concealer wirklich sehr, sehr schön. Er gefällt mir sehr gut, muss ich sagen. Also so ganz krasse Augenringe glaube ich nicht, dass man damit abdecken kann. Aber er fühlt sich sehr feuchtigkeitsspendend an. Er sitzt auf einer trockenen Haut wirklich sehr, sehr gut, ohne zu krustig zu wirken oder sonstiges. Also sieht wirklich super, super ebenmäßig aus. Highlighter-technisch gibt es bei Manhattan leider nicht so viel Auswahl, was ich sehr schade finde. Da kann Manhattan wirklich ein bisschen nachlegen, würde ich sagen. Ich habe hier einen Flüssig-Highlighter und zwar den Insta Strobe in Highlight. Highlighter in der Farbe Nude Glow. Ihr seht, dieser Highlighter sieht zuerst sehr, sehr dunkel aus. Da habe ich mich ein bisschen erschreckt gestern. Aber wenn man das Ganze verblendet und verteilt, dann nimmt es einen sehr, sehr schönen Schimmer an. Und es funktioniert auch trotzdem mit einer hellen Haut. Also ihr seht, wenn ich das verteile, ist es gar nicht mehr so krass zu sehen, sondern man hat hier einfach wirklich einen schönen Schimmer. Den kann ich mir auch wirklich sehr, sehr gut in der Foundation vorstellen. Auf jeden Fall gibt der so einen Strobing-Effekt. Also das ist jetzt wirklich kein so ein, ja, Blinding-Highlighter, wie sich das manche vielleicht wünschen oder vorstellen. Das gibt einfach so einen sehr, sehr schönen, natürlichen Glow. Sieht so ein bisschen wässrig aus. Ich finde, man kann es wirklich auch super auftragen und super verblenden. Es separiert sich auch nicht komisch oder so. Also die Produkte vertragen sich wirklich sehr, sehr gut. Und ja, man kann es wirklich sehr schön verblenden, sodass es einfach schön ebenmäßig aussieht. Und ihr seht schon, also das ist so ein, ja, sanfter Strobing-Effekt einfach. Also nicht wirklich mega Highlight oder so, aber so ein ganz leichter Schimmer. Aber das Produkt lässt sich wirklich 1A einarbeiten, also wirklich ganz, ganz toll. So, zum Setten des Concealers habe ich jetzt so geschickt bekommen dieses Puder, und zwar das Soft Matte Loose Powder in der Farbe Natural. Und das Puder, muss ich sagen, ist einer der liebsten Produkte, die ich hier aus dieser Sammlung habe tatsächlich. Mir hat es von Anfang an so, so gut gefallen. Ich finde, das ist einer der besten Drogerie Loose Setting Powders, die es gibt. Also für mich persönlich ist es natürlich immer Geschmackssache, aber ich finde es so gut. Also es ist wirklich super, super fein gemahlen. Es lässt die Augenpartie total schön ebenmäßig wirken, einfach wie so, tatsächlich wie so ein Weichzeichner. Sieht null trocken aus, also funktioniert tatsächlich sehr, sehr gut bei einer trockenen Augenpartie. Also das gefällt mir so, so gut. Für den Rest meines Gesichts benutze ich dieses Puder hier, und zwar habe ich das Wake Up Radiance Finishing Powder in der Farbe 001 Ivory. Auf jeden Fall hat es auch so Glitzerpartikel drin und es ist eben so ein Glow-Puder. Für die, die jetzt eine sehr unreine Haut haben, so wie ich, ist es eigentlich nicht so vorteilhaft, so richtige Glow-Puder übers ganze Gesicht zu geben, weil das einfach die Struktur so sehr, sehr betont. Aber ich finde, dass es trotzdem ganz hübsch ausgesehen hat. Also gestern war ich am Anfang auch sehr skeptisch, dachte ich mir, oh, ob das bei mir funktioniert. Aber tatsächlich, so im Tageslicht hat es ganz schön ausgesehen. Also ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass es zu heavy war für meine unreine Haut. Jetzt nicht unbedingt sehr vorteilhaft, aber es war jetzt auch nicht so dramatisch. Das einzige Problem, was ich jetzt auch damit hatte, ist, dass die Farbe auch viel, viel, viel zu dunkel ist. Es ist zwar die Farbe Ivory, aber ihr werdet gleich sehen, das ist schon richtig dunkel und es gibt auch sehr gut Farbe ab. Ich hoffe, ihr könnt es gut erkennen. Ihr habt gesehen, die Foundation ist so ein bisschen matter geworden, aber durch dieses Puder wirkt es jetzt so ein bisschen glowier. Also es hat schon wirklich einen sehr, sehr schönen Effekt. Jetzt, wenn die Farbe noch ein bisschen besser wäre, weil jetzt, finde ich, sieht man schon sehr deutlich, dass das überhaupt nicht zu meinem Dekolleté passt. Aber es ist wirklich auch ein sehr schönes Produkt. Also schade, dass die Farbe nicht passt. So, dann machen wir jetzt weiter mit dem Bronzer. Und zwar habe ich mir gekauft das Natural Bronzing Powder in der Farbe Natural Bronzing Powder. Keine Ahnung. Also normalerweise würde mir diese Farbe nicht gefallen, weil es leider einfach viel, viel zu, ja, rotstichig wieder mal ist. Also für meine helle Haut ist es ein bisschen problematisch. Ich hoffe, ihr könnt es gut erkennen, wie rotstichig das ist. Aber zu dieser Foundation-Farbe passt es ganz gut. Also vom Auftrag her ist der wirklich 1A, funktioniert ganz, ganz toll. Der hat eher so eine, ja, mittlere Pigmentierung, also ist nicht ganz so krass hochpigmentiert, was ich ja schön finde. Dadurch kann man ihn eben sehr, sehr gut dosieren. Man kann ihn sehr, sehr soft und schön gleichmäßig auftragen. Also tatsächlich ein sehr, sehr schönes Produkt an sich. Farbe, wie gesagt, könnte schöner sein. Was auch schön ist an diesem Bronzer, der hat zwar hier im Fännchen, wenn ich gucke, so ganz kleine Glitzerpartikel drin, aber wenn man den aufträgt, dann
schimmert er eher. Also der, da sieht man keine so groben Glitzerpartikel, was ich toll finde, denn sowas mag ich nicht. Also ich finde, der hat wirklich ein extrem schönes Finish. Also da war ich auch sehr überrascht gestern, als ich den das erste Mal benutzt habe. Kommen wir auch schon zum Blush. Und zwar habe ich hier den Maxi Blush in der Farbe Rendezvous. Ich muss sagen, als ich nach einem Blush geguckt habe, war ich nicht so begeistert von den Blush-Farben. Also die haben mich alle nicht so richtig angesprochen. Das war der einzige, der mir einigermaßen gefallen hat. Allerdings ist mir der leider zu dunkel. Und deswegen werde ich den nur ganz, ganz soft auftragen. Der ist auch sehr krass pigmentiert. Also ich gehe hier nur kurz rein und tupfe das sogar vorher nochmal ab. Und trage ihn dann erst auf die Wangen auf. Weil der einfach ein bisschen zu heavy ist. Das mag ich ja normalerweise nicht so gern, wie ihr wisst, wenn irgendwas so krass pigmentiert ist. Also zumindest, wenn es um Blush geht. Ansonsten ist es eine schöne Farbe, aber für mich halt leider eigentlich zu dunkel. Ansonsten lässt er sich schön verblenden, schön auftragen. Muss ich schon sagen, also insgesamt diese Base-Produkte haben mir eigentlich soweit alle gut gefallen. Also tatsächlich, muss ich jetzt sagen. Ich finde, dass ich ein sehr, sehr schönes Full-Coverage-Ergebnis bekommen habe, ohne dass es zu krass maskenhaft wirkt oder so. Also ich finde, es ist sehr, sehr schön auf meiner Haut, obwohl ich ja wirklich eine sehr krasse Problemhaut habe. Also ich finde, dass diese Base-Produkte sehr, sehr schön sind. So, dann werde ich das Ganze hier noch fixieren und dann habe ich hier das Insta Prime and Set Spray bekommen und das kann man aber auch als Primer verwenden. Dieses Spray hat echt so einen schönen, weichen, angenehmen Sprühnebel, also richtig, richtig toll. Das Einzige, was mir jetzt daran nicht so gefällt, ist, dass es sehr stark parfümiert ist. Also mir ist es dann immer lieber, wenn es dann nach nichts riecht, anstatt dass es dann zu krass parfümiert ist. Ist halt wieder Geschmackssache, aber ich mag so penetrante Gerüche einfach nicht so gern. Ich bin da sehr empfindlich. Ansonsten finde ich, es sieht einfach top aus. Also vor allen Dingen jetzt mit dem Spray, das hat das Pudrige noch so ein bisschen weggenommen. Es hat so ein leichtes Strahlen zurückgegeben. Das ist so ein Gefühl von so einem schönen Feuchtigkeitsspray. Also das ist kein so ein festes Fixierspray, wo man dann meint, okay, voll zu betoniert so ungefähr. Sondern es fühlt sich wirklich sehr, ja, wässrig an und feuchtigkeitsspendend. Hat aber so ein leichtes, klebriges Gefühl jetzt auf meinem Gesicht hinterlassen. Aber ich habe gestern im Laufe des Tages gemerkt, dass dieses Klebrige so ein bisschen verschwindet. Also ich glaube, das einfach ein bisschen braucht, bis es einzieht oder so. So, dann machen wir auch schon weiter mit den Augen. Und zwar habe ich hier für die Augenbrauen, ein Eyebrow-Kit bekommen in der Farbe Blondie Brown. Also das ist hier so ein ganz süßes, kleines Kit, auch perfekt zum Reisen, kann ich mir vorstellen. Mit so einem kleinen Augenbrauenpinsel und hier ist ein Spoolie auch noch mit dabei. Hier auf der Seite ist so ein Wachsprodukt, das werde ich aber jetzt nicht benutzen, weil das auch gefärbt ist und es ist von der Farbe her jetzt nicht so passend für mich. Und ich werde jetzt heute nur dieses Augenbrauenpuder verwenden, weil das von der Farbe her ganz gut passt. Ja, also dieses Augenbrauenpuder gefällt mir auch sehr, sehr gut. Ich stehe ja momentan total auf Augenbrauenpuder, ich weiß nicht warum. Ich mag diese krasse, scharfkantige Braue irgendwie nicht mehr so. Und irgendwie funktioniert das total schnell und irgendwie gefällt, weiß ich nicht. Ich mag Puder momentan total gern, weswegen mir das auch sehr gut gefällt. Aber fairerweise muss ich jetzt auch sagen, ich hatte noch kein Augenbrauenpuder, was mir nicht gefallen hat. Ich weiß nicht, ob man da wirklich was falsch machen kann. Aber auf jeden Fall, ja, gefällt es mir gut. Farbabgabe ist schön. Man kann es super schön auch noch verblenden. Ja, so, dann kommen wir auch schon zum Lidschatten. Und dann habe ich hier zugeschickt bekommen diese Palette. Das ist die Eyemazing Jewel Rocks Edition. Also die Palette hat hier sehr, sehr viele schimmernde Farben drin und nur 1, 2, 3 matte Töne. Das finde ich so ein bisschen problematisch. Also auch gestern, als ich sie das erste Mal benutzt habe, hatte ich so ein bisschen das Problem, dass mir einfach die matten Töne auch zum Verblenden gefehlt haben oder irgendwelche dunklen Töne für den äußeren Augenwinkel zum Beispiel. Es wäre jetzt ehrlich gesagt keine Palette, zu der ich persönlich greifen würde. Sie hat zwar sehr, sehr schöne Farben drin. Es ist nicht so, dass mir die Palette nicht so richtig gefällt, aber ich muss dann immer irgendwie zu einer anderen Palette noch greifen, habe ich das Gefühl. Die Zusammenstellung ist für mich jetzt nicht ganz so toll, muss ich sagen. Ich swatch euch jetzt mal kurz ein paar Farben, vielleicht einfach mal das Blaue, das Türkise hier und das Rot. Ich muss wirklich sagen, wenn ich es hier so swatche, das schaut wirklich toll aus. Die fühlen sich auch nicht so krass pudrig an. Sie sind zwar jetzt auch nicht so mega butterig,
Aber ich meine, das sieht schon gut aus. Also wenn man die mit dem Finger aufträgt, würde ich auch vorschlagen, hier auf dem Lied dann mit dem Finger aufzutragen. Es macht schon auch eine gute Figur. Also da war ich auch tatsächlich ein bisschen überrascht, dass die Palette ziemlich gut performt. Also für Drogerie, muss ich sagen, habe ich schon sehr, sehr schlimme Erfahrungen gemacht. Aber ja, ich bin mit der tatsächlich ganz gut klargekommen. So, dann habe ich hier noch einen Eyeliner und zwar den Dip Eyeliner in Waterproof und zwar in der Farbe Tender Brown. Also der hat hier so eine feste Filzstiftspitze, ist natürlich jetzt wieder Geschmackssache, für mich jetzt nicht unbedingt was, weil mein Lid so ein bisschen faltig ist und ich meine Haut so hin und her schiebe damit. Auf jeden Fall gefällt mir die Farbe gut, es ist so ein schönes, ja, metallisches Braun, die Deckkraft ist so, ja, mittelmäßig, also ich würde vorschlagen, da vielleicht noch ein zweites Mal drüber zu gehen, wenn es einigermaßen angetrocknet ist, einfach weil die Deckkraft auf einmal nicht so ausreicht. Ansonsten hat es wirklich gestern auch den ganzen Tag sehr, sehr gut gehalten, also die Farbe gefällt mir tatsächlich sehr gut. So, Mascara habe ich hier auch bekommen und zwar die Wow Wings Waterproof Mascara. Das Bürstchen sieht auch ganz interessant aus, es ist eine Gummibürste, ist so leicht geschwungen, hat auf der einen Seite längere Zacken als auf der anderen. Ich muss aber sagen, dass ich mit dieser Mascara nicht gut klarkomme. Also mir hat das Ergebnis ehrlich gesagt nicht so gut gefallen, als ich es gestern das erste Mal ausprobiert habe. Es funktioniert mit meinen Wimpern einfach nicht so richtig. Also ich weiß nicht, ob ihr das sehr gut erkennen könnt. Auf jeden Fall trennt sie meine Wimpern nicht besonders gut. Dadurch, ja, die kleben einfach sehr zusammen. Und sie verlängert sie auch nicht besonders schön, finde ich. Es sieht einfach aus, als hätte ich total kleine, zusammengeklebte Stummelchen. Also bei meinen Wimpern funktioniert diese Mascara leider überhaupt nicht. Mir gefällt das Ergebnis wirklich gar nicht. Tut mir sehr, sehr leid, aber ja, die funktioniert bei mir einfach nicht. Die ist nicht für meine Wimpern gemacht. Ja, bevor ich jetzt diese Schmiererei von der Wimperntusche wegmache, lasse ich das erstmal antrocknen, dann geht es am besten weg. Und mache einfach weiter mit dem Lippenstift zum Schluss und habe hier gekauft den All-in-One Lipstick in 320 Crushed Cinnamon. Dieser Lippenstift gefällt mir sehr, sehr gut. Es ist ein schöner Braunton mit so einem leichten Grautouch drin. Hat auch so einen leichten metallischen Effekt, also total schön. Er ist super schön cremig, super weich, so ganz leicht buttrig, aber nicht zu buttrig, sodass er ausläuft oder sowas. Er fühlt sich wirklich super angenehm an auf den Lippen und die Pigmentierung ist auch wirklich sehr gut. So, meine Lieben, und das wäre jetzt auch der fertige Make-up-Look. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Ich habe jetzt hier meine Mascara-Flecken nicht mehr richtig runterbekommen, sonst zerstöre ich den kompletten Concealer, also sorry dafür. Und Lashes habe ich mir jetzt noch draufgelegt, einfach weil die Wimpern ganz, ganz schrecklich ausgesehen haben. Ich glaube, ich muss jetzt nicht nochmal alles wiederholen. Ich habe euch meine Meinung zu den einzelnen Produkten gesagt. Ich bin gespannt auf eure Meinung, was ihr davon haltet. Ja, und wenn ihr sonst noch Lust habt auf weitere Videos von mir, dann klickt hier jetzt gerne rein. Ihr dürft euch gerne weiter umschauen. Ja, ich hoffe natürlich, ihr schaltet beim nächsten Video wieder rein. Ich würde mich sehr drüber freuen. Ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit. Bis bald!